Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Sehr geehrte Angehörigen, Verwandten und Freunde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer über das Medium Internet. Wir feiern das Requiem für Weihbischof Franz Josef Kuhnle. Begrüßen darf ich dazu unseren Diözesanbischof Dr. Gebhard Fürst, weiter die Weihbischöfe Dr. Johannes Kreidler, Dr. Gerhard Schneider, Matthäus Karrer, Thomas Maria Renz, den Generalvikar der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Prälat Dr. Clemens Strobel. Ich begrüße die Mitglieder des Domkapitels der Diözese Rottenburg-Stuttgart und auch ein besonderer Gruß gilt Herrn Ministerpräsident AD Dr. Erwin Teufel. Konzelebrant im Requiem ist Pfarrer Wilhelm Wahl, langjähriger Freund von Weihbischof Franz Josef Kuhnle, der ihn auch in der letzten Zeit intensiv besucht und begleitet hat. Liebe Schwestern, liebe Brüder, unser Bruder, Weihbischof Franz Josef Kuhnle, ist vor einer Woche verstorben. In seinem langen Leben von fast 95 Jahren hat er vieles erlebt, gestaltet, hat vieles bewirkt, war hochgeschätzt und beliebt bis zum letzten Tag. Nun feiern wir miteinander Eucharistie. Eucharistie mit ihm, der oft auch mit uns Eucharistie gefeiert hat. Wir feiern, dass Christus in unserer Mitte lebendig ist. Wir rufen zu ihm, dem auferstandenen Herrn, dass er sich unseres Verstorbenen erbarme, dass er ihn aufnehme in die Herrlichkeit bei Gott. So rufen wir ihn an, Jesus Christus, den auferstandenen Herrn. Es erbarme sich unser, der gute Gott. Er lasse uns unsere Schuld nach. Er führe uns ins wahre, ins ewige Leben. Amen. Lasset uns beten.
guter, lebendiger, treuer Gott. Du hast Weihbischof Franz Josef Kuhnle mit der Nachfolge im Apostelamt und mit der Fülle des Priestertums ausgezeichnet. Nimm ihn auf in die Gemeinschaft der Heiligen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, sodass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Er wird euch auch festigen bis ans Ende, sodass ihr schuldlos dasteht am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Gott, Vater, deine Güte, hilf mir in Deutschland.
Gott gerechterweise sein Evangelium verkündest. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wollte ein Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Verehrte liebe Angehörige, liebe Schwestern, liebe Brüder. Heute tragen wir Weihbischof Franz Josef Kuhnle zu Grabe. Wir trauern um ihn sehr. Bei aller Traurigkeit über den Abschied empfinden wir doch auch große Dankbarkeit. Wir sind Gott dankbar, dass wir ihn erleben durften, dass er ihn unserer Kirche von Rottenburg-Stuttgart geschenkt hat. Franz Josef Kuhnle war ein begnadeter Mensch. Sein ganzes Leben war reich an vielfältigen Begabungen, die sich immer anlassbezogen entfalteten. Erfüllt von Begabungen, liebe Schwestern, liebe Brüder, die wir uns nicht selbst geben oder gar selber machen können. Begabungen, die wir von Gott geschenkt bekommen. Franz Josef Kuhnle war zeitlebens ein froher, ja, ein fröhlicher Mensch. Mit einem entwaffnenden Humor löste er so manche Spannungen. Ich habe das selber immer mal wieder erlebt. Ein sympathischer Mensch mit Witz und Schalk in den Augen. Ein Mensch, mit dem man gerne zusammen war. Liebe Schwestern, liebe Brüder, sein Lachen im Gesicht bleibt mir. Wenn wir auf die ersten Jahre seines Lebens schauen, war die seinem Naturell eigene Unbeschwertheit alles andere als selbstverständlich.
Geboren 1926 in Ravensburg, erlebte er früh in seiner Kindheit die Schrecken eines menschenverachtenden Regimes des Nationalsozialismus. Zu Beginn des Krieges war er 13 Jahre alt. 1944 musste er in den Krieg ziehen. Da war er gerade 18. Bis 1945 war er Soldat an der Front. Dann folgte Kriegsgefangenschaft. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wer um sich herum als Kind und Jugendlicher Menschenverachtung, Krieg und Zerstörung unmittelbar in solch unvorstellbarem Ausmaß mitleben, miterleiden muss, dem vergeht die Lebensfreude. Aber bei Franz Josef Kuhnle war das nicht so. Die erschreckenden Erfahrungen konnte Franz Josef trotzdem seine großen Begabungen zum Frohsinn im Herzen nicht zerstören. Gott hat ihm ein frohes, ein lebensbejahendes und menschenliebendes Herz geschenkt. Gott stand ihm bei in diesen schweren Zeiten und auch später hat er ihn begleitet und ihm eine Leichtigkeit geschenkt, die viele an ihm bewunderten. Ich glaube, als Franz Josef Kuhnle Jahrzehnte später seinen Bischofswahlspruch wählt, waren solche tiefe Erfahrungen in allem von guten Mächten wunderbar geborgen und begleitet zu sein, ausschlaggebend. Franz Josef Kuhnle hatte ja erfahren, Gott hat mich nicht verlassen. Gott war und ist treu. Das wurde zu seinem Wahlspruch. Dieses wunderbare Wort, das vom Apostel der Völker Paulus stammt, hat er aufgenommen als Deutewort für sein ganzes Leben. Franz Josef Kuhnle lebte gerne mitten unter den Menschen. Die Geschichte seines Lebens ist durchgängig hineinverwoben in die Zeit mit ihren unterschiedlichsten Situationen und Stationen, die sie für ihn bereithielt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Sie alle, wir alle kennen ja seinen Lebenslauf. Seelsorger in pulsierenden Städten wie Friedrichshafen, Rottweil, Künzelsau und Stuttgart. Hier erlebte er den Puls der Zeit. Mit den Brennpunkten der Gesellschaft und des Lebens. Er war Jugendpfarrer in Wernau, Stuttgarter Dekan und schließlich Weihbischof, verantwortlich für die Caritas, Exerzitienmeister bei Berufe der Kirche, präsent in den Medien durch sein Wort zum Sonntag. Franz Josef Kuhnle kannte das Leben, auch seine Gefährdungen, auch die Versuchungen des priesterlichen und bischöflichen Amtes abgehoben zu werden und nur machtorientiert zu agieren. Er war und blieb ein liebenswürdiger, unter den Menschen lebender, ihnen verbundeter Seelsorger, auch in seinem bischöflichen Amt. Mit dem im eigenen Humor sagte er am Anfang seiner Bischofszeit: Unter der Mitra möge der Mensch sichtbar bleiben und erlebbar sein. Und so war es bei ihm. An seinem Amt schließlich hielt er nicht fest, sondern es dränge ihn,
wie er sagte, in die Seelsorge vor Ort zurück. Und so wurde er wieder Pfarrer in Schwarzenbach und Roggenzell. Noch im Ruhestand in Oberzell liebten die Menschen ihn als ihren Seelsorger. Bei seinem 90. Geburtstag durfte ich das selbst erfahren. Die Freude der Menschen an ihrem Seelsorger, durfte das miterleben, beim Fest der Gemeinde und in der Feier der Eucharistie. Seine Lebensfreude, liebe Schwestern, liebe Brüder, seine Glaubenskraft, seine Begabung, Zeuge zu sein von Gottes Menschenfreundlichkeit, sie entsprangen seinem tiefen Glauben an den Gott Jesu Christi. So konnte er mit Paulus bekennen, Gott ist treu. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. So schreibt es ja Paulus. Und er, Franz Josef, hat dieses Wort übernommen und für sein Leben wurde es prägend. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, Franz Josef Kuhles Vermächtnis für uns heute ist dieses Pauluswort und das Zeugnis, dass er, Franz Josef, nach diesem Wort gelebt hat. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. In Corona-Zeiten und Kirchenkrise heißt das für uns heute, Gott ist uns treu. Er verlässt uns nicht. Er bewahrt euch, liebe Schwestern und Brüder, in der Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Aus dem aufmunternden, stärkenden Wort, Gott ist treu, da spricht das Glaubensbekenntnis und das Lebenszeugnis von Franz Josef für uns. Gott bleibt uns treu. Und wenn Gott uns treu bleibt, dann bleibt er immer treu. Dann ist seine Treue nicht begrenzt auf wenige Jahrzehnte, sondern er ist treu in Ewigkeit. Wir fallen im Tod nicht aus seiner Treue heraus. Wir enden nicht im Nichts. Wir werden bei Gott ganz angenommen und ewiges Leben haben. Diese Gewissheit tröstet uns am Grab eines geliebten Menschen. Wenn Gott für uns da ist, dann sind und bleiben wir in seiner Gegenwart geborgen. Was auch immer geschehen mag. Wenn wir uns so dankbar von Franz Josef Kuhnle verabschieden, der nicht Herr des Glaubens der Menschen war, sondern Diener ihrer Freude, dann tun wir das als einziges Lob Gottes. Ein Lobpreis an Gott, seinen Schöpfer, der ihn geschaffen hat, mit Begabungen ausgestattet und ihn treu begleitet hat. Gott ist treu. Er kann nicht untreu werden. Gott schenke unserem Verstorbenen die Freude des ewigen Lebens. Amen. Du bist treu. Darauf vertrauen wir in dieser schweren und wechselvollen Zeit und wir bitten dich.
Für unseren verstorbenen Weihbischof Franz Josef Kuhnle. Lohne ihm all das Gute, das wir durch ihn erfahren haben, und schenke ihm die Erfüllung seines Lebens und Wirkens in dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die um Franz Josef Kuhnle trauern, deine Treue und die Dankbarkeit für die Freundschaft und Bekanntschaft mit ihm sei ihnen Trost. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die eine Berufung und einen Auftrag haben, dein Wort zu verkünden, hilf ihnen, das in Lebendigkeit und Freude zu tun. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in diesen Tagen eine besondere Verantwortung in allen Bereichen der Politik und Gesellschaft haben, schenke ihnen jeden Tag die Weisheit und Kraft, die sie so dringend brauchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Opfer der Pandemie und für alle unsere Verstorbenen, gib ihnen eine ewige Heimat bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn bei dir ist Leben in Fülle. Dir vertrauen wir uns und unsere Toten an, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger und barmherziger Gott, erhöre unser Gebet für deinen Diener, unseren Weihbischof Franz Josef Kuhnle. Im Namen Christi hat er auf Erden das Hirtenamt verwaltet. Reinige ihn durch dieses heilige Opfer von seinen Fehlern und Sünden und gib ihm seinen Platz im Himmel an der Seite deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebt eure Herzen. Wir haben sie dein Herz. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm erstrahlt uns die Hoffnung, dass wir zur Seligkeit auferstehen. Bedrückt uns auch das Los des sicheren Todes, so tröstet uns doch die Hoffnung und die Verheißung der künftigen Herrlichkeit. Denn deinen Gläubigen, Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet. Darum rufen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit allen Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner Herrlichkeit und rufen: Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott.
Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seiner Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden, Gesundheit und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Gebhard und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Diensten der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unseres Bruders, Weihbischof Franz Josef Kuhnle, den du aus dieser Welt nun zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört er Christus an. Ihm ist er gleich geworden im Tod. Gib ihm auch Anteil an der Auferstehung, wenn Christus die Toten auferweckt und unseren irdischen Leib seinem verklärten Leib ähnlich macht. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein auf ewig und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben.
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir alle haben den Geist empfangen, der uns zu Söhnen und Töchtern Gottes macht. Deshalb beten wir voll Vertrauen das Gebet, das Jesus selber uns zu beten aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, zu allen, die aus seinem Geist zu leben versuchen, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und so bitten wir um den Frieden in dieser friedlosen und heillosen Welt. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unser Versagen, nicht auf unsere Sünden. Schau auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr uns allen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. So zeigt einander ein Zeichen dieses Friedens und der Versöhnung. Mein Gott, Herr und Meister,
Seht, Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Schuld dieser Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und so kommt und seht, wie gut der Herr ist, der Leib Christi. Ave, 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 Ave,
Lasset uns beten. Allmächtiger und barmherziger Gott, erhöre unser Gebet für deinen Diener, Weihbischof Franz Josef Kuhnle. Im Namen Christi hat er auf Erden das Hirtenamt verwaltet. Reinige ihn durch dieses heilige Opfer von seinen Fehlern und Sünden und gib ihm einen Platz im Himmel bei dir, an der Seite deines Sohnes, damit ihr lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Kommt herzu, ihr Heiligen Gottes, eilt ihm entgegen, ihr inneres Herz, nehmt auf seine Seele und führt sie hin vor das Antlitz des Allerhöchsten. Christus, nehme dich auf, der dich gerufen hat, und in das Himmelreich sollen Engel dich geleiten. Nehmt auf seine Seele und führt sie hin vor das Antlitz des Allerhöchsten. Durch Christus.